Okay. Danke. Was verdienst du eigentlich so im Jahr? Ja, 200.000 plus minus. 3,4 Millionen. Das habe ich einen Bericht über dich im Tagesspiegel gelesen. Mhm. Ist ein bisschen viel plus, oder? Ist eigentlich ein schlechtes Gewissen? Du hast das Leben von einer jungen Frau kaputt gemacht wegen einer Karre, die du aus der Portokasse bezahlen kannst. Warum eigentlich? Ja, natürlich. Ich hätte mich mehr drum kümmern müssen, wer da betroffen war. Ich war im Stress. Es tut mir leid. Wie viele Stunden arbeitest du denn eigentlich so am Tag? 13, 14 Stunden sind schon. Und was machst du mit dem ganzen schönen Geld? Du häufst Dinge an. Große, teure Dinge. Fette Autos, eine Riesenvilla, deine Yacht. Alles Sachen, die signalisieren sollen, ich bin ein Alpha-Männchen. Tja, ich sehe keinen anderen Grund. Also überhaupt keine Zeit, den ganzen Tag mit einer Yacht rumzugondeln. Die Frage ist, warum kriegst du den Hals nicht voll? Wir leben in einer Demokratie. Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich Dinge besitze, für die ich bezahlt habe. Falsch. Wir leben in einer Diktatur des Kapitals. Hör mal. Alles, was du besitzt, hast du gestohlen. Ich kann mir mehr leisten als andere, weil ich immer mehr gearbeitet habe als andere. Weil ich zur richtigen Zeit die richtigen Ideen hatte. Und außerdem ist das nicht etwas, was nur mir gegeben ist, sondern die Chancen haben viele. Sie nehmen sie nur nicht wahr. Sie sind echter Kämpfer. Weißt du, in Südostasien sind viele Menschen, die arbeiten auch 13, 14 Stunden am Tag. Nur die kriegen dafür keine Villa, sondern 30 Euro im Monat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch so die ein oder andere tolle Idee haben. Nur leider haben die nicht mal das Geld für das Busticket in die nächste Stadt. Entschuldigung, ich kann nichts dafür, dass ich nicht in Südostasien geboren bin. Dafür könnt ihr wirklich nichts, aber ihr könntet das Leben da unten erträglicher machen. Warum erlässt die erste Welt der Dritten nicht einfach ihre Schulden? Das sind 0,01% von unserem Bruttosozialprodukt, die man einfach nur abschreiben müsste. Weil dann das Finanzsystem der ganzen Welt zusammenbrechen würde. Weil ihr sie arm halten wollt. Das ist der einzige Grund. Nur so könnt ihr sie kontrollieren. Nur so könnt ihr sie zwingen, die Rohstoffe zu spottbilligen Preisen abzudrücken. Was verstehst du nur davon? Das ist genau dasselbe Prinzip, aus dem du Jule nicht die Schulden erlassen hast. Ach, das ist doch absurd. Nee, das ist die Grundregel des Systems. Andere auszusorgen, wo es nur geht. Und die Leute ja nicht auf blöde Gedanken kommen. Das ist doch einfach nicht wahr. Natürlich kann man viel verbessern, selbstverständlich. Klar, Umweltschutz. Man kann die Erzeugerpreise der dritten Welt erhöhen. Unbedingt. Aber das große Ganze wird sich nie ändern. Und warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil es in der Natur des Menschen liegt, besser sein zu wollen als der andere. Weil in jeder Gruppe nach kürzester Zeit sich ein Anführer bildet. Und weil die meisten Menschen nur glücklich sind, wenn sie ständig was Neues kaufen können, zum Beispiel. Glücklich? Meinst du, Menschen sind glücklich, Hardenberg? Ey, guck doch mal hin. Steig doch mal aus deiner Dienstkarre aus und geh mal durch die Straßen. Sieht da irgendjemand besonders glücklich aus oder sehen die aus wie gehetzte Tiere? Mann, guck doch mal in die Wohnzimmer rein, wie die Leute da sitzen, blass und apathisch vor der Glotze. Und irgendwelche Hochglanz-Zombies, denen von einem Glück erzählen, was sie schon lange nicht mehr kennen. Fahr doch mal in die Stadt. Dann siehst du den ganzen Dreck, die zusammengepferchten Menschenmengen. Die Massen in den Kaufhäusern, die gleichgeschaltet wie so Roboter die Rolltreppen runterfahren. Keiner kennt keinen. Und alle denken, die sind 1 Zentimeter von ihrem Glück entfernt. Aber das ist unerreichbar, weil ihr es ihnen gestohlen habt. So sieht's aus, Hardenberg. Und das weißt du genau. Aber ich habe eine Nachricht für dich, Manager. Die Maschine ist heiß gelaufen. Wir sind nur die Vorboten, aber eure Zeit ist bald vorbei. Diese ganze Scheißtechnik hat euch bequem gemacht, aber die anderen, die haben die Wut. Die Wut von irgendwelchen Kindern, die in dreckigen Slums rumsitzen und amerikanische Actionfilme gucken. Und das ist nur die eine Seite. Was ist denn hier? Die Zahl der psychischen Krankheiten steigt nach oben. Immer mehr Serienkiller, zerstörte Seelen, sinnlose Gewalt. Die könnt ihr irgendwann nicht mehr mit Gameshows und Shopping betäuben. Und die Antidepressiva werden irgendwann auch nicht mehr wirken. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf euer Scheißsystem. Ich
Ich gebe ja zu, dass manches richtig ist von dem, was du sagst, aber ich bin der falsche Sündenbock. Ich habe vielleicht nach den Spielregeln gespielt, aber ich habe sie nicht erfunden. Es kommt nicht darauf an, wer die Pistole erfunden hat, sondern wer den Abzug zieht, Mann. Ich gehe mal in die Küche. Abwaschen.